mal. Erlaubnis, was uns überleben erleichtert. Dann wird er nachher zum Wendigo, André, pass auf. Zum Wendigo? Ja, weißt du doch, ne? Wir ziehen jetzt eine Mauer komplett über die Insel. Das ist wieder so ein Mutant. Ja, stimmt, das ist wieder so ein Mutant, André. Los, David, gehen wir mit dem Spielen. Die Spikes halten gut was aus, ne? Ja. Endlich. Ah, da kriegen unsere Loks wieder. Ne, doch nicht. Das sah erst so aus, ne? Wer ist, ne? Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Ja, schnell Hütte dann gleich ran klatschen da, ne? Oh nein, der hat Kay im Visier. Was? Ist er tot? Der haut uns gleich die Hütte weg. Geh weg da, ich muss da hoch. Kick den Kay wieder runter, er muss sich opfern. Der ist eh schon so blutverschmiert. Ah, du auch. Ja, du auch. Nein, das ist kein Blut, das ist Ketchup. Ich hab wieder beim... Oh Mann, da. Was, wer hat den längsten? Weiß ich nicht. Jetzt geht er zur Tür. Ja, guck mal, jetzt geht er extra zur Tür. Ich kopf da an. Ah, der brennt. Bisschen doof ist er ja schon. So, was wolltest du denn jetzt für eine Hütte bauen? Weiß ich nicht, was für eine Hütte bauen wollen. Guck ich mal. Sag mir bitte Bescheid, wenn einer kommt. Hat einer schon mal einen Bär gesehen? Weil es gibt ein Bärenfell. Ja, hab ich noch nicht gesehen. Entweder bauen wir unsere eigene Hütte. Weiß ich nicht. Man könnte ein bisschen. Ach, die kann man höher bauen. Was? Auf Stelzen. Okay. Warte mal. Ah, jetzt brennt er nochmal. Da oben noch ein Seil anbringen und dann. auch gut. Nicht? 136 Loks annehmen. 136. Boah. Ist das wirklich warm? Weiß ich nicht. Kann man das einen abreißen? Ja. Ich kann es ja. Muss ja nicht ganz so hoch machen. Ah ja gut, alleine das Ding braucht schon 82 Loks. Weiß ja nicht, wo die Tür ist. Ist die vorne oder an. Ach, die ist da vorne. Ganze Ding noch drehen. Soll ja hier innen sein, die Tür, oder nicht? Weiß ich nicht. Was ist die Tür hier auf der Seite? Da oben ist die Tür. Jetzt haben wir zwei Lockdinger voll mit Holz, André. Mhm. Jetzt musst du mal gucken, was wir bauen. Guck du mal. Was haben wir denn? Ansonsten bauen wir selber Custom was. Ja, haben wir ja schon angefangen. Ja, aber das ist halt zu niedrig, ne? Na klar, wir können natürlich bis hochbauen, an zur Defense Wall ran, ne? Im Prinzip. Können wir natürlich machen, ne? Mit einem Kletterseil dran und dann. Ja, zum Beispiel. Müssen wir mal schauen.
Und da manche Baumstümpfe dauern echt lange, bis die weggehen, ne? Ja. Da kommen wir schon wieder irgendwas mit Schatten, Haflis. Ich glaube, da waren nur Kannibalen, glaube ich. Keine Ahnung. Ach, der Baumstumpf geht nicht weg. Ja, manchmal dauert das. Ist das echt nervig mit dem Stumpfen, das stimmt. Ja, ja, so ist das, ne? Versuch mal hier das Ding hier rauszukriegen, hier den Schlitten hier. In die Händen. Ich kann noch mal eben 5 Minuten abtauchen. Ja. Sag ich. So, was los? Nix. Ach, da war wieder einer, aber ich gut, dass ich weggelaufen bin. So, jetzt können wir ja hier anfangen, die Hütte zu erweitern. Dann kann man da nicht noch mehr Floß ransetzen. Ja, wofür brauchen wir nicht so viele Knochen? Das kleine Ding ist gleich voll. Was denn? Hier ein blödes Reh erwischt. Blödes Reh erwischt? Kann ich neues Fleisch aufhängen. Es regnet, sehr schön. Sind wir wieder sauber. Ich glaube, mehr Floß können wir hier nicht ransetzen. Ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der den Fuß ist. Bin ja auch gespannt. So.
So ist das, ne? Ich sag dir das. Also ich will jetzt gerade nochmal gucken, zu gucken hier wie eine Hütte. Ja, das ja am besten regeln, aber. So, da ist er wieder. Baby. Baby. Also die Wände für die Hütte kann ich noch mal machen. So. Ah, ich habe die Füße gegessen. Echt? Haha, aus Versehen, ja. Okay, du wirst zum Wendigo. Ah. Oder kannst du mit dem Olli? Ich weiß ja, wann, wie du bald aussiehst. Ja, leider ja. Werde ich dann auch die Männer töten? Was willst du, Männer töten? Ja, weißt du doch. Stimmt, ja, du hast in deinem Spielstand ja nur Männer getötet. Ja, ne? Jawohl, ein Mädchen ist auch draufgegangen. Stimmt. Jesse hast du umgebracht. Jesse, genau, Jesse habe ich umgebracht. Es wird aber da Holz fällen, Alter. Komm, das ist nicht mehr lustig jetzt. Kommen die schon wieder alle an da, oder? Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen Holz sammeln. Solange wir Zeit haben. Pass auf, komm, Baum. Okay, der fällt woanders hin. Schiebt der mich da weg beim Holzkleinen, ey? Schämlich. Arsch. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, nein, ist klar. Man hört mich ja auch nicht. Selbst David hört mich da hinten Holz klopfen. Ja. Und das wird schon was heißen, ne? Ich glaube, die werden davon auch angezogen, kann das sein? Ja, natürlich machst du Geräusche, ne? Ist ja klar, ist ja wie bei Seven Days, wenn du... Was? Seven Days stimmt nicht, da kommt nichts, wenn du Geräusche machst. Okay, ich höre sie schon wieder. Ja, ich auch. Ja, schon, ja, bei Kay sind sie schon wieder. Ja, genau. Bringt euch in Sicherheit. Bringt ihr ja jetzt auch so viel. Wie viele sind das? Einer, zwei? Drei oder vier. Also ich habe zwei gesehen, aber da müssen mehr sein. Drei oder vier? Drei oder vier? Bitte. Ein, zwei oder drei. Können wir ja gleich analysieren. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Aber siehst du, die Plattform ist wieder draufgegangen. Das ist also vorherbestimmt. Der hat wieder nur einmal hingelangt und ich bin fast tot. Ja, das stimmt, das ist vorhersehend. Speicherst du noch zwischendurch? Ich hab gerade gespeichert, ja. Ist supi. Na gut. So. Hier. Okay, die scheinen alle verbrannt zu sein. Das ist gut. Hier ist noch der zweite Schlitten wieder, Olli, ne? Okay. Gibt Kay keinen Schlitten mehr, der macht damit nur Unsinn. Da ist sogar noch ein dritter Schlitten. Du musst ja nur mal die Steine rausschmeißen und dann passt das schon. Ich höre schon wieder welche. Oh fuck, was ist das für einer? Ach, der mit der Lampe. Der kommt dafür Verstärkung. Doch, The Division haben wir kurz gemacht. Doch, ja, wollte gerade sagen, André hat das gemacht, ja. Aber im Endeffekt war nachher so viel Masse da, warum sollte ich mich noch da hinstellen? Hat doch eh keinen interessiert mehr, wenn wir das machen.
Nee, uns ich glaube, da waren 10.000 Streamer und was soll ich da noch? Zwischen den ganzen Großen. Ja gut, so darf man natürlich nicht denken, ne? Das ist klar, man muss es trotzdem versuchen. Ja, außerdem bisher habe ich das Gefühl gehabt, in der Beta war sowieso nur PvP offen. Ja, war sowieso auch nicht viel drin, ja. Meistens war ja noch gesperrt. Irgendwie war nur die Dark Zone und naja, PvP. Wenn ich momentan PvP spielen will, habe ich glaube ich genug Spiele zur Auswahl. Ja, das stimmt. Baumfeld! So, mal gucken, wie wir hier die Steine mal rauskriegen, wenn wir so einen Lockholder, Stoneholder bauen hier. Hab ich keinen Bock, jetzt jeden Stein einzeln rauszuschmeißen. Ja, da habe ich auch keine Lust. Hört sich nicht gesund an. Er ist voll, nehmt ihn mit. Er ist voll. Er ist voll, wie ein Eimer. Bam, bam, bam. Das war relativ früh, um 13 Uhr oder so hatte ich gespielt. 13 bis 14, 15 Uhr. Ja, ja, guck mal, hätte er doch mit Chris zocken können, zum Beispiel schon mal. Hätte er machen können. War aber keiner da. Da war ja keiner da. Als ich gegangen bin, war ja keiner mehr da. War ja keiner da. Da war keiner mehr da. Die klauen uns unsere Jar. Klauen uns meine Norm. Oh! Lass du auf, unser ganzes Holz dafür zu verschwenden. Ach. Mach doch erstmal hier so einen Stoneholder noch. Ja, mach ich gleich, geh gleich los. Jetzt zu spät, hab ich selbst eingemacht. Okay. Ich will unsere Cabin in the Woods machen, weißt du? Sieht zwar sehr abstrakt aus, die ganze Hütte, aber. Okay, passt schon, ne? Ist ja klar, dass die abstrakt aussieht. Hast du jetzt wieder Steine reingelegt, du Arsch? Nein! Natürlich! Das würde ich nicht. Das reicht jetzt nicht, der Holder dafür. Oh. Nimmt eure Steine da raus. Ich habe keinen Stein hingelegt. Oh, sind da noch drei Steine und das Ding ist wahrscheinlich schon wieder voll. Okay, ich finde das lustig, mich zu verarschen, das Ding ist nicht leer. Ah, drei Rockdinger voll. Wahnsinn, ne? Nicht Kevin in the Woods, Cabin in the Woods. Nee, nee, David, du brauchst einen Kevin. Ich brauch einen Kevin, ist klar. Mit dir beide in der Basis rum, in der Mondbasis Alpha 1. Jetzt hat nicht der dritte Hole, der ist auch wieder voll. Ja, ist auch voll. So viele Steine waren da drin. Boah, also mit der Custom Trap ist das ja totaler Mist hier, ne? Boah. Ne, wahrscheinlich, weil die Hütte zu klein ist. Ja, ist sie auch. Muss größer sein, da kannst du die ein bisschen besser hinziehen. Gut, dann müssen wir mal gucken. Musst du halt ein Loch machen oben und damit Seil machen. Ich kann simple Treppen machen hier. Ja, das könnte gehen. Jawohl, auch erst schlecht. Mal. Okay, verteilt die ganze Zeit Steine hier. Nein. Natürlich, ich bin hinter dir. Beobachte dich schon die ganze Zeit. Hast du die Dinger jetzt schon wieder da reingelegt? Hier ist ja kein Halter da. Oh, dann lass sie doch einfach in Inventar, ist doch egal. Wollte ich gerade sagen. Nee. Du kannst auch bis zu 5 Stück. Der Sinn des Dings war doch hier, damit wir hier noch mehr Holz holen können. Richtig. Ansonsten musst du da noch ein Steinding bauen. Richtig. Stöcker haben wir ja noch genug. Ja, mal sagen. Und Steinhalter oder so. Vielleicht mal auf die andere Seite, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr Platz haben.
Ahahaha, ich hab dich erwischt, du blödes Vieh. So, so könnte das nachher gehen mit der Treppe. Wenn jetzt noch. Das regnet aber irgendwie selten, ne? Ja, das stimmt. Habe ich auch schon festgestellt. Okay, da kommen welche. Draußen stehen noch drei Stück. Also einer hat sich gerade selber abgefackelt. Achso. Na, Kai hat das Ding genau über den Knochen-Ding gebaut. Stoneholder. Echt? Ja. Ups. Das ist Kai. Das ist Kay. Das ist Kay. Der geht auch bei Pulsar mitten in einem Kampf AFK. Ich dachte, das ist ja ein Baumstumpf. Zweite brennt. Brenn, Bitch, brenn. Da sind ja nicht schlimm, da sind ja nur 200 Knochen drin oder so. Achtung, David, die kommen bei dir rein! Ich bin hier noch mal gucken, wie ich das mit der Decke hier mache. Keine Ahnung. Wie verbrennen die da alle? Kommt man da noch irgendwie dran? Ich glaube, man kommt an die Knochen vielleicht noch dran. Sonst lagern wir die Steine um. Ich habe da noch einen gebaut, dann können wir das Ding abreißen. Nein, da kommt wieder einer mit dem Puddingärmchen. So? Das ist doch kacke. Kann man denn hier ein vernünftiges Haus bauen? Ja, das ist zu eng da, wo du gebaut hast. Ja, ich glaube auch. Ja, wenn man größer. Ich glaube, bei sofort ist es größer besser. Die Fackel sich selber ab, alle beide. Ah, ich glaube auch, da müssen wir sonst gucken, dass wir leicht. Ja, aber das soll ja sowieso nachher nur ein Lagerhaus werden. Da kann man im Zweifelsfall auch offen lassen. Das ist ja nicht so schlimm. Da kann man ja dann. Wollen wir sonst nochmal größer. Aber man kann dann hier. Wo waren die ganzen Teile? This girl is on fire. Oh, was wäre ein Schwarzer mit Ärmchen? Ja, ein Schwarzer mit Ärmchen. Ich hab schon wieder Hunger. Alter. Okay, hinter dir. Oh wow. Da liegt jetzt eine Keule. Ach, hast schon eine. Vor dir kommen auch noch drei. Kurz aufgehauen. Ja. Mal hier oben auf dem Baum. Oh, ich geh wieder rein hier. Ich guck aus dem Fenster zu, wie Olli sich schlägt. Ganz kurz. Jo. Aber wirklich ganz kurz. Und derzeit unterhalten wir euch mal ein bisschen. La 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 la.
Olli, jetzt sterb endlich! Guck mal, der schmeißt wieder mit seinen Köpfen! Ich seh's gleich kaum, gleich fackel ich hier wieder was ab. Zweifelsfalle der Olli. Da war so nur einer. Ja, das ist ja schön. Da kannst du gleich wieder Holz holen, ne? So, Entschuldigung. Ja, alles gut. Also, wir müssen wahrscheinlich irgendwo was Neues aufziehen, ne? Oder wir erweitern das hier einfach. Wir sind hier jetzt schon so weit und haben hier schon so viel gemacht und getan. Dann müssen wir die ganze Seite hier wegreißen, bald. Ja, dann müssen wir das im Zweifelsfall machen. Oder wir machen das so, dass wir hier vorne im Prinzip jetzt... Warte mal. Custom, custom, custom. Wir rein die Schweine nicht. So, wenn ihr das jetzt im Prinzip so machen und dann so machen. Wenn man das im Prinzip so erweitert, wie ich das jetzt gebaut habe, André. Wo in die Länge? Ja, zum Beispiel. Nicht in die Länge, sondern hier ums Eck darum. Wenn du hier rausguckst. Weil wenn wir noch weiter machen, geben wir ihnen ja noch mehr Angriffsfläche. Naja. Naja, nu. Du gibst ihnen ja immer Angriffsfläche. Aber so hätten wir ja noch... Wir müssen eigentlich nur so ein Haus hier. Wir müssen, wo sind die Dinger? Ziemlich hochbauen. Danke, Mama Kind 124. Dankeschön. Man kann die ja mittlerweile auf Stelzen stellen, ja. Ich weiß nicht, ob man mit einem Seil dann da hochkommt, weißt du? Oder bei sowas. Kann man da Treppe hochgehen? Kannst du ja auch. Kannst du ja jetzt zum Beispiel, warte mal, ich guck mal, such die mal raus. So, wenn ich jetzt einmal drehen, das ist jetzt nur so pro Komforma, ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel... Aber eine Leiter wäre wieder doof, die können eine Treppe können die ja auch benutzen. Na, wie ist das denn jetzt passiert? Naja, aber so eine Art halt, ne? Irgendwas... Deswegen weiß ich nicht, ob man da ein Seil dran machen kann, da oben. Weiß ich. Das kann man wahrscheinlich erst ausprobieren, wenn man... Richtig. ...das Ding fertig hat, oder? So könntest du jetzt aber noch so eine Custom-Treppe hinbauen, ne? Wo war das Seil? Da. Naja, das Seil kann man genauso hochziehen, aber musst du gucken. Und der Andockt geht wahrscheinlich nur, wenn das Ding gebaut ist. Das ist wahrscheinlich. Oh. Und dann da oben so Plattformen bauen, die man dann zwischen der Bäume verbindet. Dann kann man über die Bäume huschen. Das stimmt. Kann man natürlich auch machen. Und wo stellt man das Ding dann hin? Das ist die Frage, weil wir haben hier schon so gut wie alles weggeholzt. Ja. So nach rechts erweitern. Da ist noch Wald. Ja, richtig meine ich ja. Hier nach rechts erweitern. Deswegen habe ich ja hier den Zaun so gezogen. Ja, aber so breit. Da ist ja noch kein Zaun da. Naja, nu. Aber dann haben wir dann noch genug Fläche, um zu experimentieren und zu bauen und alles, ne? Theoretisch. Wenn wir jetzt hier die Seite noch wegziehen, hier zum Beispiel auch noch. Hier, die Mauer. Ja, ist ja gut. Schrei mich nicht an. Ich bin sensibel. Kann ich auch. Ja, lalalalala. Also theoretisch, wenn wir hier vorne jetzt noch die eine Mauer da wegziehen. Lalalalala. Das sieht ganz so komisch aus. Genau. Wenn du Sau. Mal das andere Feuer hier wieder anfachen hier.
Und da liegt also der nächste Tote. Wären die Überlegung wert vielleicht, ne? Eventuell. Wir sollten erstmal einen Platz für die Hütte finden. Ah, ja, ja, da kommt wieder. Okay, du musst weggucken, da gibt's Busen. Wer sitzt wo? Da, nackter der Oberkörper, du darfst da nicht hingucken, du bist verheiratet. Ach so. André, du bist auch verheiratet, denk dran. Was? Kann mich nicht daran erinnern. Ja, das glaube ich dir irgendwie aufs Wort. Die Frage ist eher, weiß deine Frau das noch? Da kann sich deine Frau dran erinnern. Ihr seid alle immer so zaghaft. Macht dann Klick drauf und geht weg. Macht dann Klick drauf und geht weg. Einfach bam, 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 Alter. Zack, 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 zack. Ja, dann hättest du jetzt wieder gelegen. Weil du mir voll dazwischen gerannt bist. Ach, Blödsinn. Ich hätte nicht gelegen. Ich wäre schon zur Seite gesprungen, keine Sorge. So, ich nehme die mal mit ins Baumhaus, ne? Ich bin gleich wieder da. Okay, du bist ekelhaft. Die hat vielleicht deinen Kumpel gegessen, mit dem du im Flugzeug saßt. Warum? Dein alter Freund, den du 200 Jahre lang schon zusammen im Bierkeller gesessen hast. Warum bauen wir lieber noch einen Knochenhalter hier? Noch ein. Alter, ja. Was willst du denn? In den anderen können wir nicht mehr reinschauen. Ja, der eine ist voll. Und wer hat da so ein komisches Ding da vorgestellt? Och, Olli. Ich hab das nicht gesehen, ich dachte, es wäre ein Bausturm. Das war dunkel. Ja, das sieht man doch. Warum die ist noch warm? Ja, muss Casey immer bei einer, wie die noch warm ist. Oh, Leute, schwierig, schwierig mit euch. So, Olli, extra für dich stehe ich dir jetzt einen, ne, hier vorne hin. Hier, pass auf. Da, ne, siehst du. Na, wird doch Zeit. Außerdem fragt nie ein Arzt, ob er schon mal was mit seiner Patientin hatte. Könnte ein Pathologe sein. Ja, das stimmt allerdings. Stock, Stock. Schön, dass ihr das alle wisst. So was konzentriere ich mich gar nicht. Ich auch nicht. Kay, du hast ziemlich viel unnützes Wissen, weißt du das? Also, ich glaube, Kay hat einen schlechten Einfluss auf uns, André. Kein Wunder, ja. Dass unser YouTube... Das kommt, weil ich viel in Wikipedia rumschnurre. Kein Wunder, dass wir... Du glaubst doch nicht, was in Wikipedia steht. Wollte ich gerade sagen, ich glaube selbst noch nicht mal. Natürlich. Und ich hab's verfasst. Ist das noch nicht fertig? Ihr sollt nicht die ganzen Äste verbrauchen. Nee, ich sammle mir die neuen. Nee, Kay hat alle verbraucht. Ja, ich sammle die ganze Zeit neu. Ich gehe immer nur los und sammle. Ja, und alle anderen verballern.